In diesem Video erfährst du, was ein guter Kaufpreis ist, beziehungsweise wie du einen guten Kaufpreis erkennst. Der Immo-Coach. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, der Immo-Coach. Wenn du gerade dabei bist, dir entweder eine Immobilie für die Eigennutzung oder auch als Kapitalanlage kaufen zu wollen, dann bist du hier definitiv genau richtig. Denn mit diesem Kanal betreibe ich Aufklärungsarbeit zu allen relevanten Immobilienthemen, die dich interessieren könnten. Und damit du in Zukunft auch up-to-date bleibst und keine Videos mehr von mir verpasst, abonniere jetzt kostenlos meinen Kanal der Immo-Coach und vergiss natürlich nicht dabei, die Glocke zu aktivieren. In diesem Video widmen wir uns dem Thema, was ein guter Kaufpreis ist, beziehungsweise wie du einen guten Kaufpreis dann eben auch erkennen kannst. Wenn du eine Immobilie ja, entweder für die Eigennutzung oder eben auch als Kapitalanlage kaufen möchtest, dann möchtest du natürlich eben auch gerne darüber Bescheid wissen, ob du diese Immobilie zu teuer oder eben auch zu einem guten Kaufpreis erwirbst. Und einen recht guten Überblick bieten natürlich erstmal über die Angebotspreise. Das muss ich da definitiv erwähnen, die Online-Börsen, wie zum Beispiel Immobilien-Scout und Immowelt. Hier kannst du bei deiner Suche dann eben auch so eine Umkreissuche, ich würde dir definitiv empfehlen, an dem Ort, wo du dann eben auch suchst, in der genauen Lage, eine Umkreissuche von maximal 1 bis 2 Kilometer. Und wenn du ein bisschen großflächiger dann eben auch suchst, je nach dem Standort, 1 bis 5 Kilometer, dir alle Angebote, die aktuellen Angebote eben auch anzeigen zu lassen. Und dann kannst du von bis Immobilienpreise und eben auch die Durchschnittspreise dir dann eben auch genauer anschauen. Bei Immobilien-Scout gibt es natürlich eben auch nochmal den Immobilienpreisatlas. Hier kannst du nochmal lagebezogen auf die einzelnen Immobiliendaten dann eben auch tiefer eingehen. Und das ist ein hilfreiches Tool, um dann eben auch diese Angebotspreise letzten Zeit oder beziehungsweise der aktuellen Immobilien dann eben auch sehr gut dann eben auch recherchieren zu können. Und des Weiteren dann eben auch die Angebotspreise aus der Vergangenheit. Das gibt dann dieser Immobilienpreisatlas dann eben auch wieder her. Ein weiteres sinnvolles Tool, da musst du allerdings dann eben auch Geld dann dafür bezahlen, ist eine Wohnmarktanalyse. Also wenn du zum Beispiel eine Immobilie gefunden hast und dir mit dem Preis unsicher bist, ob der Preis dann gerechtfertigt ist oder nicht, die Rahmendaten hast du ja dann von dem Eigentümer oder von dem Makler dann eben auch bekommen. Dann kannst du zum Beispiel auf der Wohnmarktanalyse dann eben auch eingeben, um was für eine Immobilie handelt es sich denn hier. Ist es ein Einfamilienhaus, ist es eine Eigentumswohnung, Reihenhaus, Mittelhaus, je nachdem. Dann des Weiteren kannst du hier die Quadratmeterzahlen, die Grundstücksgröße, dann den Zustand, wie ist es ein renovierungsbedürftiger Zustand, sanierungsbedürftiger Zustand, ist es ein gepflegter Zustand oder sogar Neubaustandard, kannst du all das dann eben auch eingeben. Dann spuckt dir diese Wohnmarktanalyse anhand eines 15- bis 20-seitigen Reports dann eben auch nochmal alle vergleichbaren Immobilien, die du ja dann eben auch angeschaut hattest, der letzten 12 bis 24 Monate und gibt dann eben auch nochmal die Preistendenzen dann eben auch genau wieder. Allerdings muss ich hierzu sagen, wie gesagt, das sind alles nur Angebotspreise und oft ist es so, es wird eben nicht mal alles so heiß gegessen, wie es dann eben auch gekocht wird. Meine Erfahrung ist, dass viele Angebotspreise viel zu hoch dann eben auch am Markt sind und die realen Kaufpreise, die fallen dann meistens immer noch ein bisschen günstiger aus, beziehungsweise das hängt natürlich eben auch stark von der Lage ab. Also wenn sich die Immobilie in der Pampa befinden sollte, dann werden die Angebotspreise definitiv nicht so hoch sein. Die Nachfrage ist dann natürlich eben auch nicht so hoch, aber in sehr gefragten Lagen, wie zum Beispiel in einem Ballungszentrum wie in Köln zum Beispiel, innerstädtisch, Reihenhaus, wo dann eben auch eine 4-5-köpfige Familie dann eben auch in der Immobilie wohnen könnte, da ist die Nachfrage sehr groß und dementsprechend könnte der Kaufpreis hier eben auch nochmal ein bisschen höher ausfallen, wie es der tatsächliche reale Wert dann eben auch wiedergibt. Generell kann man sagen, in gefragten Lagen zwischen 10-15% ungefähr maximal über dem realen Marktwert, außer
es findet sich irgendein Verrückter, und das kommt manchmal dann eben auch schon mal vor, der dann bereit ist, sogar 20-30% über den Verkehrswert dieser Immobilie dann zu bezahlen. Und damit du allerdings ein gutes Gefühl dann eben auch dafür bekommst, würde ich mich eben nicht nur auf diese Portale und diese Wohnmarktanalyse dann eben auch verlassen, sondern recherchiere bitte auch nochmal, zum Beispiel wenn deine Suche in Nordrhein-Westfalen dann eben auch sein sollte, schau dir mal das Portal Boris NRW dann eben auch an. Hier findest du zu allen Gemeinden bzw. Städten dann eben auch Preisindizes. Hier findest du die Wohnrichtwerte, hier findest du dann eben auch aus den Gutachterausschüssen die Kaufpreissammlungen. Die sind natürlich immer ein bisschen rückwirkend, also des vergangenen Jahres. Allerdings zeigt dir das ganz genau im Durchschnitt, zum Beispiel für ein Einfamilienhaus, auch je nach Stadtteil, zu welchem Kaufpreis diese tatsächlich beurkundet worden sind. Weil jeder Verkauf ist so, dass das dann eben auch vom Notar an die Gutachterausschüsse dann eben auch gemeldet werden. Dann bekommt der Käufer meistens immer so einen Fragebogen, den er eben auch ausfüllen muss. Im Prinzip ist es so, dass dann genau die Quadratmeterzahl, Grundstücksgröße, Immobilientyp, der Zustand etc. und der Kaufpreis dann eben auch definitiv in diesem Formular dann eben auch ausgefüllt wird. Dann geht das zurück an den Gutachterausschuss und die erstellen dann sozusagen die Kaufpreisindizes bzw. die Kaufpreissammlungen. Das würde ich dir definitiv dann eben auch empfehlen, um die Angebotspreise mit den tatsächlichen erzielten Verkaufspreisen dann eben auch zu analysieren. Und wenn du irgendwo einen Mittelweg findest, beziehungsweise einen Mittelwert findest, dann weißt du, okay, dann kann die Immobilie nicht zu teuer sein, beziehungsweise dann hast du die Gewissheit, dass du nicht zu teuer eingekauft hast. Bei Kapitalanlageimmobilien kannst du dich auch der sogenannten Maklerformel dann eben auch bedienen. Das ist ein Vervielfältiger bzw. ein Faktor. Und dieser Faktor wird so ausgerechnet, dass der Kaufpreis durch die Jahresmiete geteilt wird. Und so bekommst du dann eben auch einen Faktor. Im Prinzip ist es natürlich eben auch lageabhängig und beziehungsweise eben auch vom Zustand der Immobilie. So Faktoren, wo du zum Beispiel 9 oder 10 dann eben auch bekommen könntest, ist natürlich ein super Faktor. Und viele würden gerne einen Faktor zu 10 kaufen wollen. Da musst du aber auch dies berücksichtigen, dass das meistens nicht so tolle Immobilien sind, beziehungsweise in nicht so gefragten Lagen, beziehungsweise eben auch Problemimmobilien sein können, wo du dann eben auch definitiv sehr, sehr viel an Modernisierungsmaßnahmen oder eben auch Probleme mit Mietern bekommen kannst. Das hört sich erstmal in der ersten Rechnung dann definitiv an, aber bei diesen Faktoren, wenn es eine Immobilie sein sollte, dann musst du die definitiv sehr gut unter die Lupe dann eben auch nehmen, um nicht reinzufallen. Und vor allem musst du dann eben auch meiner Meinung nach eher Profi sein, um so eine Immobilie, die du womöglich dann tatsächlich zu einem Faktor von 9 bis 10 kaufen kannst. Allerdings musst du die dann eben auch einen langen Atem dann eben auch mitbringen durch Aufwertungen, durch vielleicht Mieteraustausch etc., durch Entwicklungsmaßnahmen, wo du eben auch Geld reinbuttern musst, diese zu einem richtig gewinnbringenden Geschäft für dich machen zu können. So Faktoren, so um die 11 bis 19, das sind eher so mittlere Lagen, das ist ein sehr guter Faktor, was ich definitiv auch rechnen würde. Ich bin der Meinung, dass alles, was ein Faktor so um die 20 ist, ist noch okay auf jeden Fall und viel mehr sollte es dann eben auch nicht sein. Und im Prinzip ab alles, was so 21 bis 29 zum Beispiel geht, da kannst du schon davon ausgehen, dass sich diese Immobilien in Ballungszentren dann eben auch befinden und demzufolge womöglich dann eben auch mindestens in guten oder auch sehr guten Wohnlagen Immobilien, die zu diesen Faktoren dann eben auch verkauft werden, die sind eher was für Kapitalanleger, die darauf hoffen, dass sich die Immobilienpreise weiter dann eben auch nach oben dann eben auch entwickeln. Und zum Beispiel, warum ich dann eben auch den Faktor bis maximal 20 dann eben auch bevorzuge, ist, dass es ca. 5% Bruttorendite dann eben auch bedeutet.
Und hier von dieser 5% Brutto-Mietrendite musst du eben auch noch die Bewirtschaftungskosten dann eben auch abziehen und eben auch noch die Kaufkosten, so dass deine Finanzierung für diese Kapitalanlage, für dieses Investment dann noch auf sicheren Beinen dann eben auch ist. Also im Prinzip, wenn du Glück hast, die Immobilie gut in Schuss ist und so ein Faktor 9 bis 10, fährst du auf jeden Fall sehr gut mit. Da musst du aber höchstwahrscheinlich dann eben auch in der Lage sein, dass du genau weißt, was du da tust, weil womöglich wirst du keine Top-Immobilie in diesen Faktoren dann eben auch finden und demzufolge alles, was so zwischen 11 bis maximal 20 ist, das ist so im sicheren Bereich und also mit dem Faktor 20 maximal ist so meine Empfehlung, wo du darauf achten könntest. Bei Kapitalanlageimmobilien kannst du natürlich eben auch die Mietrendite berechnen. Das ist zum Beispiel meine bevorzugte Art, um an Investments dann eben auch genauer zu analysieren. Ist es ein gutes oder eben auch eher ein schlechtes Investment? Im Prinzip ist das relativ schnell anhand der Rahmendaten der Immobilie, die man zum Beispiel eben auch online sieht. Und dann kann man das dann direkt ausrechnen und weiß, okay, lohnt sich überhaupt ein Besichtigungstermin für diese Immobilie oder nicht. Im Prinzip solltest du bei Kapitalanlageimmobilien auch immer auf die Mietrendite dann auch berechnen. Von der Berechnungsart ist es so einfach wie diese Maklerformel bzw. der Faktor, den wir ja eben ausgerechnet haben. Hier musst du nur lediglich die Jahresmiete durch den Kaufpreis teilen und dann mal 100 nehmen. Und dann ergibt sich eine Zahl. Und diese Zahl sollte so zwischen 4-6% irgendwo dann eben auch liegen. Bei 6% ist es natürlich besser und höher natürlich noch besser für dich. 6%, denn ist so meine Erfahrung, erst ab 6% fängt sich die Berechnung an, erstmal für dich zu rechnen. Denn beziehungsweise deine Mieteinnahmen, die Zinsen und Tilgung und die Bewirtschaftungskosten dann immer komplett zu decken. Also trägt somit alle deine Zinsen, Tilgung und die Bewirtschaftungskosten für die Immobilie. Die Zinsen und Tilgungen, die können natürlich dann eben auch variieren. Je nachdem, wie der aktuelle Zinssatz ist. Ich rechne meistens immer so im Durchschnitt mit ca. 2%. Es gibt natürlich eben auch günstigere Zinskonditionen. Ich rechne bei meinen Erstkalkulationen immer im Durchschnitt mit 2% Zinsen. Es kann sich natürlich in 5 oder 10 Jahren natürlich auch weiterhin nach oben beschrauben. Vorerst eben für die Ersteinschätzung immer mit 2% Zinsen und mindestens 2% Tilgung, wenn nicht sogar am liebsten sogar mit 3% Tilgung. So, dass wir da eben zwischen für die Zinsen und Tilgung bei ca. 4-5% dann eben auch liegen und dann noch 1% für die Bewirtschaftungskosten. Und du siehst anhand dieser Zahlen, also Zinsen, Tilgung und Bewirtschaftungskosten, dass wir dann in der Summe auf diese 6% kommen. Erst dann beginnt dann eben auch diese Rechnung aufzugehen, dass die Finanzierung oder die Mieteinnahmen, die Finanzierung und die Bewirtschaftungskosten komplett decken. So, dass du bei deinem Investment eben nichts mehr selber aus der eigenen Tasche dazu bezahlen musst. Und das ist meiner Meinung nach das beste Investment, was man machen kann. Ich achte da sehr darauf. Beziehungsweise achte auch darauf, dass ich bei meinen Investments sogar Überschüsse dann eben auch bekomme, so dass ich immer noch Mietausfallrücklagen, Instandhaltungsrücklagen und ein paar weitere Konten dann eben auch Geld ansammeln kann für den Fall der Fälle, also Rücklagen mit diesem Investment dann eben auch bilden kann. Erst dann ist das ein gutes Investment und alles, wo du monatlich selber aus der eigenen Tasche für die Finanzierung oder für den Kauf deine Immobilie als Altersvorsorge womöglich dann eben auch ausgeben musst, das ist in meinen Augen kein gutes Investment mehr. Bei Mehrfamilienhäusern bzw. Wohn- und Geschäftshäusern sollte deine Mietrenditeberechnung immer ein Ergebnis von ca. 6-9% dann eben auch ergeben. Der Grund ist ganz einfach, weil du als Mehrfamilienhausbesitzer oder Wohn- und Geschäftshausbesitzer das komplette auch alleine dann eben auch stemmen musst, beziehungsweise die Betriebskosten oder Bewirtschaftungskosten für diese Immobilie dann eben auch höher ausfallen. Deswegen musst du da eben auch einen größeren Puffer dann eben auch einbauen. Also alles, was mit Mehrfamilienhäusern um die 6-9% Mietrendite ergibt, ist das definitiv schon ein gutes Investment.
Dann ist es so, dass das natürlich sehr stark von der Lage der Immobilie dann überhaupt abhängt. Wenn du zum Beispiel in Ballungszentren, in gefragten Lagen wie Köln oder eben auch Düsseldorf bist, dann kann es natürlich durchaus möglich sein, dass du solche Mietrenditen von 6-9% nicht erzielen wirst, insbesondere in guten bis sehr guten Wohnlagen. Da kannst du sicherlich dann eben auch froh sein, wenn du 3% zum Beispiel in Köln, Düsseldorf dann eben auch bekommst. In München ist es teilweise sogar, kann man froh sein, wenn man 2% bekommt. Da ist meistens immer so die Hoffnung darauf, dass die Quadratmeterpreise dieser Mehrfamilienhäuser über die Jahre hinweg weiter steigen. In anderen Lagen zum Beispiel, wie beispielsweise im Ruhrgebiet, da gibt es ja teilweise Städte, die nicht so, oder Stadtbereiche, die nicht so gefragt sind und eben auch mit einem höheren Risiko dann eben auch behaftet sind, sei es durch Mieterwechsel, sei es durch Problemzonen, sei es eben auch durch den Entscheidungszustand, wie zum Beispiel ja, Duisburger Norden oder eben auch in Dortmund, da gibt es einen ganz bestimmten Stadtteil, die Dortmunder Nordstadt. Da würde ich dann schon bei Mehrfamilienhäusern erst schauen, dass deine Rechnung bei ca. 8-12% Mietrendite dann eben auch geben sollte. Und dann musst du natürlich eben auch diese Immobilie genauer analysieren und die Lage dann eben auch in der Ortsbegehung dir mal genauer anschauen, wer wohnt denn da überhaupt ganz genau, wie sind die anderen Immobilien, gibt es da überhaupt Potenzial für die Zukunft, gibt es größere Arbeitgeber und dergleichen, dass dein Investment, nur weil sich am Anfang die Mietrendite so verlockend erstmal anhört, nicht nach hinten losgeht, weil in diesen Problemzonen hast du es öfter mit Mietleerstand, Mieterwechsel, Problemmietern etc. dann eben auch zu tun, also tu dir den Gefallen, lass dich nicht nur von Mietrenditen dann eben auch blenden, sondern du musst einen guten Mittelweg dann immer finden. Also bei Eigentumswohnungen würde ich, wie gesagt, so ca. 6%, da geht dann die Rechnung für dich auf, und bei Mehrfamilienhäusern oder Wohngeschäftshäusern bei ca. 6-9%, dann wird das auch ein gutes Investment für dich, wo du eben auch nicht zu viel Geld bezahlt hast, beziehungsweise das Preis-Leistungs-Verhältnis für dein Investment dann eben auch immer noch stimmig ist. Ich hoffe, das Video hat dir nun soweit ganz gut gefallen und du weißt nun Bescheid, was ein guter und nicht so ein guter Kaufpreis ist. Am besten abonnierst du jetzt kostenlos meinen Kanal der Immocoach und vergiss natürlich eben auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um up to date zu bleiben, sobald es wieder neue Videos von mir gibt. Am besten klickst du auch direkt auf den ersten Link in der Beschreibung dieses Videos und du gelangst auf meine Website der Immocoach, wo ich dir all relevanten Immobilienthemen mit an die Hand gebe, also mein ganzes Know-how, und es wird sich auf jeden Fall für dich lohnen, versprochen. Dein Hakan, der Immocoach. Der Immocoach.